Bayer-Aktie analysiert nach über minus 48% jetzt eine Kaufchance. Im heutigen Video schauen wir uns die Aktie mal fundamentaler an, was dahinter steckt, was die Risiken sind und ob es sich jetzt lohnt einzusteigen. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an alle angehenden und aktiven Investoren. Mein Name ist Philipp Malte-Lingnau und erstmal vielen, vielen Dank für die letzten Wochen. Wir haben richtig viele neue Abonnenten gewonnen und der Kanal wächst stetig weiter, was auch mit den Analysen, die jetzt sonntags kommen, zu tun hat. Und ich freue mich vor allem über euer sehr konstruktives Feedback, dass ihr auch bei der Aktie nochmal mit recherchiert, nochmal mit Hintergründe gibt. Das finde ich super. Deswegen machen wir natürlich mit dem Format so weiter. Wenn du konkrete Ideen hast, Aktien, wo du mal eine zweite Meinung haben willst, schreib es gerne unten in die Kommentare. Dann kriege ich das vielleicht zukünftig abgebildet. So, heute sprechen wir aber über die Bayer-Aktie. Da ist in der letzten Woche nochmal der Scheinwerfer drauf gerichtet worden, weil es im Prinzip ein Gerichtsurteil gab. Darüber sprechen wir auch gleich. Und an sich weiß ich, dass in Deutschland die Aktie beliebt ist, ist ein stabiler Dividendenzahler, auch eine relativ hohe Dividende, aus der Sicht schon für viele interessant. Und es ist einfach ein bekanntes deutsches Unternehmen. So, ich selbst bin eigentlich eher im amerikanischen Markt unterwegs, trotzdem fand ich den Fall spannend. Deswegen ich gesagt habe, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Und zuerst schauen wir uns erstmal an, wie viel Spaß oder nicht Spaß die Aktionäre überhaupt in den letzten Jahren haben. Und wenn wir mal dazu hier auf den Bildschirm springen, sehen wir schon, ich habe das hier mal eingezeichnet, seit 2015 kennt die Aktie eine Richtung und vor allem hier runter. Und da sind wir vom Hoch zum Tief bei knapp minus 58%. Wenn man so einen Chart sieht, kann man immer fragen, wodurch kam das eigentlich zustande? Hat es eine fundamentale Auswirkung gegeben, wodurch das Ganze entstanden ist? Und im Fall Bayer ist es der Kauf vom Unternehmen Monsanto. Und die letzten Kursrutsche sind durch Klagewellen oder durch eine spezielle Klage nochmal entstanden, die sich um ein ganz bestimmtes Produkt drehen, und zwar das Produkt Roundup, das den Wirkstoff Glyphosat in sich trägt. Und da ist einfach die Frage oder die Gerichtsurteile gehen dagegen, die Prozesse, ist dieses Mittel krebserregend? Und wenn noch nicht ganz klar ist, ob das Gericht jetzt positiv oder negativ entscheidet, dann ist erstmal komplett Unsicherheit in der Aktie. Wir sehen hohe Volatilitäten, das haben wir auch gerade hier im Chart gesehen, weil einfach nicht genau klar ist, was passiert. Wenn nämlich solche Gerichtsurteile einfach noch offen sind, ist immer die Frage, kommen da Folgekosten, die entstehen, müssen Vergleichszahlungen geleistet werden, müssen Schadensersatzansprüche geleistet werden, was auch alles immer damit dranhängt, plus natürlich Prozesskosten. Und ich habe vorhin mal gelesen, was so die Schätzungen sind. Es gibt einige Analysten, die dazu was sagen, dass die Dinge, die da zukommen könnten, bis zu 20 Milliarden an Kosten mit sich ziehen können. So, an sich ist zu dem Zeitpunkt jetzt aber noch gar nicht genau klar, was alles der Fall ist, denn wodurch jetzt der letzte Kursrutsch erst kam, ist, dass es von einer Jury in erster Instanz durchgewunken wurde, dass das Ganze krebserregend sein soll. So, das heißt nicht, dass es damit abgeschlossen ist, es heißt nur, dass jetzt in der nächsten Instanz oder in der nächsten Phase darüber weiter diskutiert wird, ob das Ganze jetzt wirklich krebserregend ist oder nicht. Bayer hält dagegen einige Studien oder viele Studien. Ich habe mir auch mal hier den Geschäftsbericht und sowas aufgemacht, das gucken wir uns auch gleich an, wo es 800 Studien gibt, die untermauern, dass das Ganze nicht so wäre. An sich sehen wir in der Aktie seit dem Kauf von Monsanto auf jeden Fall ordentlich Musik. Der Konzern war vorher schon nicht beliebt, der Zukauf, weil einfach mit diesen Mitteln in der Agrarwirtschaft viel Potenzial besteht, wo sich Leute dran aufhängen, das als schädlich abtun, dass die Böden zerstört werden und so weiter und so weiter. Was natürlich als negatives Image auch Bayer sich einfach mit reingezogen hat, was jetzt erstmal schwierig ist, loszuwerden. So, und das ganze Problematische eigentlich an diesem Gerichtsfall ist, dass es einen sogenannten Musterfall darstellen kann. Denn es sind mittlerweile, habe ich es aufgeschrieben, über 11.000 Klagen
gegen Monsanto eingetrudelt. Und das ist vor allem deswegen passiert, weil in 2018 eine Klage gewonnen wurde, wo es im Endeffekt nachher um eine Zahlung von 87 Millionen ging, wobei ursprünglich 270 Millionen angesetzt wurden. Also da hat die Richterin in dem Fall das Ganze nochmal ein bisschen runtergesetzt. Aber man sieht schon, gerade im Bereich USA, die Summen werden ganz schnell ganz groß und das ist natürlich das ganz große Risiko. Das heißt, das ganz große Risiko, was hierbei besteht bei dem aktuellen Prozess, ist, dass das Ganze ein Musterfall werden könnte, wodurch weitere Prozesse in einer gleichen Richtung enden werden. Also es ist einfach zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die für neue Kläger dadurch wächst, dass ein Urteil, was dann für den einzelnen speziellen Fall gefällt wird, in eine Richtung davon geht. So, aktuell ist das aber noch gar nicht klar. Bayer wehrt sich auch dagegen oder sieht das anders und das können wir uns hier auch mal angucken. Nämlich gab es zu der ersten Prozessphase hier auch eine Pressemeldung direkt bei Bayer, wo es auch heißt, dass der Konzern selbst enttäuscht sei über die Entscheidung der Jury und zuversichtlich ist, dass das Ganze sich in der zweiten Phase des Prozesses auflöst und dass sich das Ganze bei Roundup, von dem Produkt, worüber wir gesprochen haben, um wissenschaftliche Erkenntnisse handelt und so weiter und so weiter. Der Rest dreht sich ein bisschen um das Produkt. Und das ist natürlich jetzt die beiden Fronten, die erstmal gegeneinander stehen. So, das heißt, das ist erstmal das Aktuelle, was im Raum steht. Schauen wir uns dazu jetzt einfach mal fundamental die Kennzahlen an, denn es kann ja einfach sein, dass durch so einen hohen Abschlag jetzt die Aktie mittlerweile günstig bewertet ist. Und was ich jetzt hier einmal gemacht habe, einfach den Value-Rechner aufgemacht von uns, den wir auch einfach bei uns im Coaching nutzen, den wir uns selbst irgendwann gebaut haben, wo wir einfach mit dem Symbol sofort die Bilanz der letzten 10 Jahre und alle relevanten Durchschnitte bekommen. Hier in dem Fall, weil es eine deutsche Aktie ist, haben wir hier eine ADR genommen. Das heißt, wir gucken uns gleich auch den Euro-Wert an. Deswegen ist das Ganze hier aber jetzt in Dollar. So, so viel dazu. Was uns erstmal interessiert, ist hier die linke Seite und zwar die Jahresdurchschnitte. An sich sehen wir, dass wir in einigen Bereichen ganz gutes Wachstum haben, langfristig gesehen, beim Gewinn je Aktie vor allem, dass der steigend ist. Wir gucken uns das gleich aber auch nochmal an den Euro-Kennzahlen an, weil da einiges besser dran abzuleiten ist. Also es werden mehr Aktien ausgegeben und ein Blick, der mir direkt hier auffällt, ist, dass wir eine relativ hohe Verschuldung haben, gerade wenn wir uns mal die letzten beiden Jahre miteinander vergleichen, von 11 auf 33 Milliarden im Vergleich hier zu der Umsatz, was schon eine deutliche, deutliche Steigerung ist. So, schauen wir uns jetzt hier direkt im Geschäftsbericht 2018 mal die Zahlen in Euro sofort an und wir sehen hier, wir haben Ergebnis pro Aktie von 1,80 Euro. Das bereinigte Ergebnis liegt bei 5,94 Euro. Trotzdem, also weil einfach Sondereffekte rausgerechnet werden, trotzdem ist das Ergebnis hier bei 1,80 Euro und wir sehen hier eine Dividendenausschüttung, zumindest der Vorschlag von 2,80 Euro. Das heißt, es wird in gewissem Maße aus der Substanz ausgeschüttet, weil was ich jetzt als Investor im Endeffekt nicht sehen möchte. Wie sicher ist dann zukünftig die Dividende und zum anderen, wenn Probleme in verschiedenen Bereichen herrschen, möchte ich nicht, dass das Geld dann an Aktionäre zurückgezahlt wird, wenn es irgendwo besser eigentlich eingesetzt werden könnte. So, jetzt haben wir hier so viele Sonderfälle im Prinzip drin, aber im Prinzip bleiben wir dabei, wir schütten hier aus der Substanz aus. Das ist eigentlich das, was das Wichtige ist. So, jetzt habe ich mir in dem Zuge auch nochmal genauer die Bilanz angeguckt und geguckt, wenn wir hier so Zahlen in den Raum gestellt bekommen von Analysten wie zum Beispiel 20 Milliarden. Was hat denn Bayer jetzt im Endeffekt getan? Hat es sich schon auf den Prozess vorbereitet? Gibt es Rückstellungen? Ja, es gibt Rückstellungen, aber nur für Prozesskosten. Für Prozesskosten, das wurde jetzt im letzten Quartalsbericht gesagt, in der Konferenz, dass es Rückstellungen in Höhe von 660 Millionen gab für Prozesskosten. Das ist angesetzt, dass das ungefähr für 3 Jahre die Rückstellung sind, also das 3 Jahre Prozesskosten. Das Problem an der Sache ist nur, es gibt keine Rückstellungen für mögliche Ansprüche, die, wenn das Ganze nicht positiv ausgeht, von Bayer geleistet werden müssten. So, und das ist das, was es natürlich jetzt weiter das Risiko ein bisschen anheizt.
Und das ist im Endeffekt die Faktenlage. Bei diesem Unternehmen, wo es viele Unsicherheiten, viele Schwankungen noch drin ist, ist für mich dann einfach immer die Frage, was ist mein Chancen-Risiko-Verhältnis und ist das, was ich gerade sehe, für mich eher positiv oder eher negativ? Das ganz große Problem, wenn jetzt alle Augen drauf gucken und überall die Scheinwerfer drauf sind, dann gibt es zwangsläufig Investoren, Spekulanten und viel, viel Bewegung und Musik einfach in der Aktie. Das heißt, ich würde gar nicht ausschließen, dass das Ganze jetzt irgendwie da zum Beispiel einen Boden findet oder wenn jetzt einmal alle Karten auf dem Tisch sind, dass dann ein bisschen einfach hochgerechnet werden kann, okay, das und das sind die verschiedenen Sachen, die auf uns zukommen können, das kann passieren, also müssen wir mit den und den Kosten rechnen und dann ist Klarheit erstmal da. Diese Klarheit sorgt immer eher für Klarheit dann auch im Kurs, dass sich das auf den Kurs auswirkt und es kann gut sein, dass es da jetzt kurzfristig, aber auch wenn alle Fakten einfach auf dem Tisch sind, eine Gegenbewegung gibt, das will ich gar nicht ausschließen, aber die Frage ist, wie hoch ist das Chancen-Risiko-Verhältnis dafür? Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, gibt es nicht für mich bessere Alternativen am Markt? Und in den meisten Fällen gucke ich eher nach Alternativen, wo ich eine Zuverlässigkeit habe in zukünftigen Wachstum, wo nicht so große Schwankungen da sind, wo nicht so große Probleme im Unternehmen da sind, weil ich möchte einfach nachts ruhig mit meinem Depot auch noch schlafen können. Und wenn ich nicht weiß, was da auf mich zukommt und ich das in so einem Fall nicht einschätzen kann, ich bin kein Jurist, der kann das vielleicht besser einschätzen, dann ist es einfach eine Sache, die für mich eher in den spekulativen Bereich geht, beziehungsweise ich habe einfach zu viel bessere Alternativen. Und wodurch entstehen solche besseren Alternativen? Natürlich, indem man einfach genug Steine umdreht, sich genug Unternehmen anguckt. Das ist das, was ich mache, was wir mit unseren Kunden im Coaching machen und das, was nachher im Endeffekt dazu führt, dass man genug Auswahl hat und dann oftmals von Unternehmen, die andere nicht so auf dem Schirm haben und im Endeffekt ist es dann nicht großartig Glück, sondern es ist einfach nur ein systematischer Prozess, der immer und immer wieder gleich abgespielt wird. Und wenn du das Ganze jetzt für dich umsetzen möchtest, das heißt, du auch genau wissen willst, wie kannst du eine Aktie analysieren, wie kommst du auch dann zu einem fairen Preis, wo du sagst, ab dem Zeitpunkt in diesem Rahmen würde es sich lohnen zu kaufen, hier liegt eher eine Unterbewertung, da liegt eher eine Überbewertung und das Ganze vielleicht sogar noch mit laufenden Einnahmen kombinieren willst, Monat für Monat, wie es über Optionen möglich ist. Wenn der eins von beiden zuträgt, weil es ist beides an sich schon sehr interessante und profitable Ansätze, dann habe ich hier noch ein Angebot für dich. Bewirb dich gerne. Dann habe ich hier noch ein Angebot für dich. Lass uns einfach mal darüber sprechen, wie auch wir dich auf dieses Niveau bringen. Dazu mein Angebot, einfach eine kostenlose Coaching-Session bei uns buchen, dafür einen Termin vereinbaren und dann finden wir gemeinsam heraus, wie wir auch dich dahin bringen, wie wir es für viele unserer Kunden schon vorher geschafft haben. Das heißt, wenn das für dich interessant ist, bewirb dich gerne. Ansonsten hat es mich gefreut. Wenn ich was vergessen habe, gerne damit wieder in die Kommentare. Dann wird die Analyse noch besser. Sie wird dadurch nochmal angereichert und ich freue mich auf den Austausch. Und ansonsten dann, wenn es dir gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.